Hi, ich bin Ann-Christine von Fashion Kitchen, die deutsche Bloggerin beim Battle Event. Und wir werden heute zusammen einen super leckeren Kartoffelsalat kochen. Das ist nämlich ein typisch deutsches Gericht. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Okay, wenn ihr die Kartoffeln dann fertig geschält habt, ihr könnt rote oder weiße nehmen oder auch Schalotten, wie ihr mögt. Ich habe hier jetzt rote Zwiebeln, weil das ist ein bisschen ein kleiner Eyecatcher dann. Und sieht einfach schöner aus. Okay, kommen dann zu den Kartoffeln. So, jetzt geht's ans Würzen. Und ich habe da schon mal eine Gemüsebrühe vorbereitet. Da macht ihr einfach Wasser heiß im Wasserkocher oder auf dem Herd. Dann kommt dazu Apfelessig, ganz wie ihr möchtet. Dann kommt noch dazu ein Teelöffel mittelscharfe Senf. Dann haben wir einmal Salz, Pfeffer, dann ein bisschen Zucker, Paprika und mein Kartoffelsalatgewürz. Das ist absolut notwendig, damit der richtig gut schmeckt. Und zum Schluss, damit sich alle Zutaten gut verbinden, benutzen wir Olivenöl extravergine. Da könnt ihr frischen Dill nehmen oder auch getrockneten, das ist ganz egal. Ich finde aber, frischer Dill schmeckt einfach besser und einfach frischer. So, und dann sind wir auch schon fertig. Mein bayerischer Kartoffelsalat, Toskana-Style. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ihr kocht es zu Hause nach und es schmeckt euch genauso gut wie mir. Ich muss jetzt raus, weil meine Freunde schon warten. Wir wollen jetzt nämlich essen. Tschüss!